Ciao amici, herzlich willkommen in meiner Backstube. Ich bin morgen eingeladen zu einem Kindergeburtstag und der Kindergeburtstag hat das Thema Zirkus. Ich habe den Job für die Pausenverpflegung zu sorgen und ich dachte, ich mache etwas, das die Kinder gerne haben, das den erwachsenen Zuschauern schmeckt. Und ich habe ein Rezept gefunden, für so Schoggi-Osterhäsli zu machen mit einer Füllung. Und anstatt Hasen mache ich jetzt Zirkus-Clowns. Ich probiere das mal aus. Schön, dass ihr dabei seid und vielleicht inspiriert es euch ja für etwas Ähnliches, um es zu probieren. Viel Spass! Die Zutaten sind absolut klassisch. Wir brauchen Zucker, weichen Anken, Eier, eine Prise Salz, die abgeriebene Schale von zwei Bio-Orangen, Kakaopulver ungesüßtes, Mehl, Puderzucker, noch etwas mehr Orangen, und natürlich so Deko-Zeugs für eine Verzierung. Als erstes verrühren wir Anke und Zucker mit einer Prise Salz und dann später noch mit der Orangenschale zusammen. Während die Maschine weiterrührt, gebe ich 4 Eier dazu. Jetzt vermische ich das Kakaopulver mit dem Mehl und verrühre das nachher mit dem Grundteig und schaue, dass ich nicht zu fest durchknete dabei. Die relativ zähe Masse die ich jetzt noch nicht zusammendrücken, aber nicht kneten und dann in Klarsichtfolie einpacken. So, jetzt gebe ich das so in den Kühlschrank. So, in der Zwischenzeit machen wir schon mal Buttercreme für die Füllung. Dazu gebe ich Ankenweichen in eine Schüssel. Nachher ein bisschen Orangensaft und Fruchtfleisch von einer Bio-Orange. Etwa 6-7 Esslöffel Puderzucker. Und jetzt tue ich von der Orange mal das letzte bisschen Schale, die ich dran gelassen habe, drei Raffeln. Und das alles gut miteinander verrühren. Die Creme gebe ich jetzt auch nochmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. So, jetzt tue ich den Teig portionenweise auf wenig Mehl auswählen, nicht allzu dünn. Ich habe das Küchenfenster auf, falls ihr Vogelzwitschern gehört. Das ist, weil ich praktisch im Wald wohne. Draußen ist es relativ kalt im Moment. Und es ist gut, wenn ein bisschen Kühle in die Küche kommt. Der Teig sollte jetzt nicht zu warm werden. Jetzt tue ich mit einem runden Ausstecher Kreise ausstechen und lege die auf ein vorbereitetes Backblech. So verfahre ich jetzt mit der ganzen Teigmenge und tue die Rondellen nachher etwa 10 Minuten bei 170 Grad backen bei Umluft. Die Backzeit ist um. Jetzt tue ich sie auf ein Kühlgitter ziehen und lasse es kühlen. Für die Glasur tue ich 2 Eiweiße mit ganz viel Puderzucker zu einer dickflüssigen Masse verrühren und fülle das nachher in einen Spritzsack oder in einen Plastikbeutel. Bei der Hälfte von diesen orangen Schoggi-Sablés tue ich jetzt anfangen mit verzieren. Manchmal wische ich vorher noch ein bisschen das restliche Mehl drauf mit einem so einem Bessel und probiere jetzt mal, wie das geht mit dem Puderzucker. Thank you.
Für die schwarze oder dunkle Mundlinie zu machen, tue ich Puderzucker mit Vanillepaste verrühren und hoffe, dass das einigermaßen dunkle Masse gibt. Auch hier tue ich noch ein Eiweiß dazu. Oder ein halbes. So, der letzte Schritt ist sehr anspruchslos. Man nimmt so ein Bödeli, das unverziert ist, streicht ein bisschen von dieser Buttercreme, die wunderbar nach Orangen duftet, drauf. Weil ich noch Reste von der Vanilleglasur habe, brauche ich hier noch als Kleber. Ich tue ein bisschen von dem drauf und klebe dann da ein fertiges Clown-Gesicht drauf, drücke leicht an und schon fertig ist unser wunderbar gefüllter Biscuit. Ja, ich hoffe ganz fest, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Ich habe vorhin eins probiert. Der Geschmack ist einfach eine absolute Bombe mit dem orangen Schocki-Hauch von Vanille. Es ist wirklich fantastisch. Ich hoffe, bei den Kindern und den Erwachsenen kommt es morgen auch super an. Ich danke euch fürs Zuschauen und vielleicht schaffe ich es morgen noch einen kleinen Schnappschuss zu machen von diesem Zirkus-Geburtstagsfest. Dann hänge ich den auch noch hinten an. Merci euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.